Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online am heutigen Tag zusammen mit Baudano. Hallo. Zombie. Hallo. Und Zwiebelmilch. Hallo. Und Zitrone oder Erdbeere? Boba Jaden, Leute, Manuel ist eigentlich auch da. Bitte Erdbeere. Okay, Erdbeere. Allerdings macht er sich gerade einen Kaffee. Hier ist das Auto schon, als ob. Das ist nämlich so ein neues Hypercar und das werde ich mir am heutigen Tag auch gönnen. Es könnte sein, dass mich das insgesamt wieder mehr als 3 Millionen kosten wird, aber ist kein Problem. Ich bin ja reich. So, Benefactor-Krieger. Ich weiß nicht, was für ein Auto das genau ist. Sieht ein bisschen hier von dem Schlauch hier oben ein bisschen Königseck-mäßig aus. Welche Farbe, Leute? Orange oder rot? Orange. Okay. Hallo? Rot. Rot. Kauf mir auch ein. So viel Geld habe ich nicht. Oh. Tut mir leid. Was kaufst du mir? Minions! Auto, es ist ein Überraschungsgeschenk. Ich höre dazu. Was kaufst du echt? Hallo? Ich krieg echt was? Ich krieg Geschenke? Nee, du kriegst gar nichts. Wo bist du überhaupt? Alter, der eine, der macht hier. Hey, Zwiebelmilch! Ja. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier Kontakte und da rufe ich meinen Mechaniker an und er soll mir den Kram mal schön hier pronto. Ne? Ach, da seid ihr. Herbringen, Menü. Arena-Werkstatt. Ja, alles, der Ingot. Nur einmal im Jahr. Ah, hi, schicke Cappy. Danke. Hier müsste jetzt mein Auto angeliefert werden. Da ist er. Hä? Das ist dein Auto? Das ist dein Wagen. Nee. Wir wollen die schäbige Kacke. Aber das. Hast du dich verkauft so eine Familie oder das was? Richtige Kacke. Alter, nein! Das ist ein richtig praktisches Auto hast du da geholt. Ja. Nee, irgendwas. Gute Wahl. Der Vulkan Ingot ist das Limousine. Ja, aber das ist. Ich hab doch Arena-Werkstatt. Da hab ich den doch zuschicken lassen. Ich pimp ihn. Ah, der braucht wahrscheinlich, bis er da ist. Der braucht noch ein bisschen. Okay. Na, ich hab ihn gepimpt. Was hast du gemacht? Gar nichts. Hier, ich zeig dir mal, was er kann. Nee, wir müssen ja von dem weg. Ja, warte. Pass auf. Du hast sämtliche Reifen zerschossen. Nein. Oh. Ey, Zombie. Was? Komm, ich steig aus. Der hat die Reifen kaputt gemacht. Nein, das war halt. Oh. Mann. Ich hab ein Salto drauf gemacht. Maudado, nimm mich mit. Ja, steig auf. Wohin musst du? Einfach nur weg von den Vollidioten. Meine Spezialität. Ich kann dir helfen mit einfach nur weg. Ah! Volle Kanne erwischt. Ja, okay, das ist alles sehr gut. Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Ja, schade. Das ist wirklich tragisch. Ja, jetzt kannst du ja dein Neues. Oh, das war doch neu. Ja, ich guck jetzt meinen Mechaniker an. Ja, der Krieger. Nächste Anfrage in 10 Sekunden. WoW? Oh ja. Wir stellen uns irgendwo Cooles hin. World of Warcraft. Ich hol mir den Magier. Ja. Wir setzen das perfekt in Szene. So, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Ich stehe. Ja. Wo ist der Krieger? Den hol was. Den hol ich mir. Mach ihn kaputt, bevor er ihn sieht. Nein. Gute Idee. Deine Orange. Zombie, lass ihn, Zombie. Der Krieger. Da will ich. Alter. Oh, der sieht wirklich lecker aus. Darf ich mitfahren? Ja, komm mit rein. Ja. Okay, fahr jetzt, weil da ist nur ein Zweisitzer. Oh, der ist ja mega sick. Ui, der ist schick. Und der beschleunigt und fährt sich echt gut. Markier mal bitte. Achso, warte. Customs. Dann bin ich hier, ne? Hallo? Ja. Er könnte auf jeden Fall noch schneller sein. Oh, aber er sieht von vorne schon sehr, sehr geil aus. Und dieser, ich weiß, irgendein Auto, da hatte ich mir so ein Video auf YouTube angeguckt, das hatte auch diesen, ich glaube, das war ein McLaren, der auch diesen Schlauch oben hatte. Der kostete irgendwie 70.000 Euro extra. Nur, damit du oben diesen weiteren Lufteinlass-Dingens hattest. Das ist richtig sick. Ja, das sieht schon cool aus. Ich finde das cool. Ich auch. Ein richtig dicker Schlauch. Was? Hä? Aber was ich tatsächlich nicht so schön finde, sind diese Heckspoiler. Also diese Stacheln da hinten. Ja, also die sehen ein bisschen... Bisschen komisch aus, ja, das stimmt. Da hätte ich lieber einen geilen Spoiler. So, warte. Ich mag die Seitenspiegel auch irgendwie nicht. Echt? Weiß nicht warum, ja. Was hast du denn gegen die? So, Supersportwagen. Junge, das ist ein Hypercar. Los, lass Minen hinlegen, Maudado. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Fahrzeug. Oh nein. Bitte nicht. Manuel, nehme ich die drei kleinen Auspuffe oder zwei dicke? Wo läufst du? Zwei dicke. Ach, hier okay. Ist die oder? Upsa. Ist immer klar, dass du das sagst. Motorhaube, Carboneinlass, natürlich. Hube, fortlaufend. 90, Danny, für 90.000 kaufen wir keine Hube. Scheinwerfer. Neon-Kit. Hole ich mir das Beste. Farbe nehme ich. Rot. Design. Oh,
Deutschland! Ich kann hier Deutschland drauf machen. Oh, das sieht aber auch geil aus. Oh ja, das sieht eigentlich besser aus als Deutschland. Also, sorry. Nee, wir nehmen Rimpaint. Das sieht ganz cool aus, als hätte mir jemand aufs Auto gekotzt. Oh, man kann hier einen richtigen Heckspoiler draufhauen. Getriebe, Supergetriebe, Turbo, Turbo-Tuning, Reifen, natürlich, qualmsicher. Ja, perfekt. Willst du nicht Dollarreifen da reinmachen? Nee, heute bin ich nicht in Dollarreifenstimmung. Hey! Ja. Oh, hallo. Direkt ein Unfall. Hey Jungs, na? Da ist der Zug. Wagen, ne? Nee, jetzt mach den nicht kaputt. Nee, ich hab da Benzin hingemacht. Ich hab da, ja toll, hab du Benzin hingemacht. Manuel, hol mal bitte deinen Lamborghini. Weil ich will wissen, ist ob okay. Dein krasser Lamborghini, weißt du, der... Ach so, ja. Der richtig sicke. Ob der... gegen meinen bestehen kann. Centuro? Manu, wieso hast du einen Zylinder? Ich hab doch einen anderen geholt, weil ich dein größter Fan bin. Stimmt. Wieso sieht Manuel aus wie Zombie? Wie Zombie? Das, ja. Bruder! Bist du's? Ich weiß nicht mehr, wer ist. Habt ihr auch dasselbe Gesicht? Oh Gott! Oh. Er hat das erste Original. Bin der Echte. Oh. Jetzt seid ihr beide unecht. Hui, nee, aber ich habe mir doch auch einen Wagen geholt, der noch Freist schneller dann. War. Alter. Bei dir in einem Part. Ich weiß nicht, welchen du dir geholt hast. Stimmt doch, du hattest dir irgendeinen Supersportwagen hattest du dir geholt. Ja, das Problem ist aber, weder meine Versicherung noch mein Mechaniker gehen ans Telefon. Ja, du musst näher an die Straße. Ich bin auf der Straße, wo ich hingehöre. Das geht. Lol. Okay, das wird ein legendäres Rennen. Wird Pete Diesel oder Oh Laster oder German Let's Play der Gewinner der Herzen. Nee, wir wetten weiß, welcher Wagen es war. Ah, nee, ich wette lieber nicht. Nee, wir wetten um nichts mehr, bis der Kuchen bei mir kommt. Oh, der sieht natürlich auch schnell aus. Hallo? Der ist, ja, ist glaube ich, richtig schnell. Fährt der über mein Gesicht? Ja, kannst du den Wagen jetzt mal in Ruhe lassen? Können wir den Reifen kaputt machen, damit wir gewinnen? Nee, nee. Nein. Wir wollen ein faires Rennen. Wir wollen ein faires Rennen. Oh ja, Alter, hat der eine Beschleunigung. Junge. Naja. Au, was soll das denn? Ja, das war keine Absicht. Oh, Zombie ist auch dabei. Sehr gut. Ja, klar. Wir mit Milchscheibe auch. Oh, Zombie hat den Huracan. Performante? Ich glaube schon. Tempestor. Ja, aber ich glaube, das ist der. Also entweder Aventador oder Huracan. Okay, das sieht doch... Zeig mal, das Auto von Monta erkenne ich. Oh, warte, ich kann auch noch was bestellen. Ich habe auch noch ein gutes. Ja, wir fahren schon mal ein Stück weiter, weil hier ist ein bisschen zu crowded. Hier hast du nur zwei Dinger breit. Ich sag's euch, Leute, das wird's. Na, ich glaube, mein Wagen ist echt schneller. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich bremse sogar halt gerade, ne? Was? Ja, und bin noch hinter dir. Ja. Okay, mal gucken. Ja, wir müssen ja nur die Autobahn nur nicht stimmt. Rammen. Genau, wir müssen schnell anfangen, sonst rammen die uns alle weg. Nee, ich glaube. Fahren wir kurz zur Seite, damit Maudado kommen kann. Das erste Maudado. Auto, was ich mir je geholt habe in GTA. Ich glaube, die fahren nicht einfach los. Oh, scheiße, der LKW fährt doch einfach los. Warte, wir fahren zwei Meter wieder vor und halten dann wieder an. Ja, aber das ist nice. Perfekt, so haben wir hier wirklich viel Platz. Wo bleibt Maudado? Ich komm, es ist angekommen. Die Armen. Er steigt schon aus, der eine. Er will sich prügeln, der LKW-Fahrer. Ja, aber Zwiebelmilch, sauber, guter Junge. Oh, Vorsicht, da kommt... Oh nein, sie bekommen Angst. Ja, wir haben gleich sehr viele wütende Fahrer hinter uns. Oh. Da fährt schon einer links. Oh. Zwiebelmilch, ganz ruhig. Das war gerade, okay. Ja, okay, sehr gut. 3, 2, 1, los! Okay, ich hatte einen sehr frühen Start. Ja. Aber nicht versuchen zu rammen, damit einfach durchziehen. Wir können 5 Meter vor uns Autos sein. Ja, ich habe eine schnellere Endgeschwindigkeit. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich bin einfach der bessere Fahrer. Yeah! Das stimmt. Oh, ich bin die Seitenstraße reingefahren. Tschüss. Oh Gott, ich habe kurz nach hinten geguckt. Aber ich habe, glaube ich, einen, der deinen noch zerstören könnte. Ich glaube, mein Wagen wird schneller als eure, aber er braucht ewig. Alter, wie schnell du bist. Ja, aber du hast eine höhere Endgeschwindigkeit, glaube ich. Ja, ich hole langsam auf, aber es dauert. Können wir nochmal starten? Ich will auch nochmal mit. Okay. Ne, warte, ich muss da noch einholen. Ich hab gar ja. Ich hab ne... Schwierig zu sagen. Also dein Start ist auf jeden Fall 10-mal krasser. Oh Gott, war mit dem los. Okay. 3, 2, 1, los! Go! Oh ja? Ja, ich bin super lahm im Start. Ich mach das! Go, Maudado, go! Platz 2 immer noch! Sehr gut! Oh, Platz 3 immer noch! Aber bis dato läuft es bei mir ganz gut! Ja, bei mir auch! Super schwer. Ich glaube, ich kann dich echt nicht einholen! Ja, meine ist auch echt ähnlich schnell! Du hast eine bessere Beschleunigung und wir haben vielleicht dieselbe Endgeschwindigkeit! Ich müsste halt den Centorno mal rausholen, das wäre interessant! Ja, aber ich glaube, der Centorno ist so alt, dass er nicht mehr der schnellste ist! Ja, aber der war ja mal der allerschnellste verwählt! Nee, ich kann dich nicht einholen! Geht nicht. Du hast nicht den Centorno genommen? Nein, ich habe einen Tesseract genommen, den neuesten Wagen, den ich mir geholt habe. Aha. Krass. Tja. Nicht gedacht.
Ich bin halt super krass. Was bist du? Aua. Da, eingeholt. Das hab ich doch mit Absicht gemacht. Bleib stehen. Ja, warte, ich ruf mal an. Ja, aber ich glaube, ich habe einen, der den noch zerstören würde. Warte mal. Wie kann ich das Auto direkt wegschicken? Einfach M und über den Motorradclub. Ach so, ah. Ach so, ja. Fahrzeug wieder einlagern. Oh, ich teste meinen Motorrad dagegen mal. Okay, der hier soll auf jeden Fall krass sein, was das Tempo angeht. Nicht so die Beschleunigung, aber Tempo ist gut. Ja, ich stelle mich einfach hin. Wenn ich zuerst überfährt, gewinnt. Ja. Dann sage ich 3, 2, 1, go! Oh. Okay, okay. Sieht interessanter aus. Oh, da zieht Mängel vorbei. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Mein Moment, Mami. Ja. Guck, ich schick dir die Folge. Oh, aber jetzt bedizzle. Du holst doch ein. Oh, ich berühre Blut. Ja. Komm, was? Ich zieh an ihm vorbei. Ich gewinne. Zombie ist am schnellsten. Nein. Mängel auf. Ich rette dich, Zombie. Hör auf. Ich drehe. Ja. Ich kann Maudado als Erster überfahren. Ja. Ich stehe genau in der Mitte. Zombie hat mich verfehlt. Hä, bei mir hast du einen richtigen Salto durch die Luft gemacht. Wo ist jetzt Maudado nicht erwischt? Ich sehe nicht. Da. Und nein. Oh Gott! Nein! Ich wollte. Und der Sieg geht an. German Let's Play. Also, wenn ich Wheelie mache, ist mein scheinbar sehr schnell. Zeug. Alter, was ist denn? Oh, hier. Ja. Wir bringen ihn wieder reinfahren, es brennt. Das brennt schon Zufall. Ich glaube nicht, dass das brennt, oder? Ich? Nee, ach Quatsch. Wir helfen Flugzeuge ihm. Können gar nicht brennen. Ja, wir helfen ihm einfach. Bitte. Ich will mein Motorrad retten, bitte nein. Der Zug! Der Zug! LOL! Ich bin in die Luft geflogen, wie geil! Mein Reifen brennt, scheiße! Ja, mein auch! Mann! Mein schönes Auto! Ich lieg auf dem Dach! Fort. Du meinst das Spiel verlassen? Hä? Echt? Bin ich so hart explodiert? Ja. Oh, scheiße! Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei Zombie, Maudado und German Let's Play vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.